Hallo, Herr Ruprecht. Stellen Sie doch bitte mal kurz Ihr Projekt vor. Das Dual-Fluid-Projekt, jetzt ist es ja eine Firma, Dual-Fluid Energy Incorporated, hat sich als Ziel gesetzt, in 10 Jahren einen kommerziellen Reaktor auf den Markt zu bringen, der nach dem Dual-Fluid-Prinzip funktioniert. Und das ist ein neues Prinzip, das wir uns vor Jahren bereits haben patentieren lassen. Es steigert die Effizienz eines Reaktors enorm und vermeidet gleichzeitig diese üblichen Abfallberge, die ja das Endlagerproblem darstellen, und ist außerdem fähig, bei einem so einen Hochtemperaturreaktor bereitzustellen, der auch noch synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff kostengünstig bereitstellt. Und das hat so viele Vorteile, das wollten wir unbedingt umsetzen. Aktuell sind die Mini-Reaktoren-Projekte überall in der Welt im Gespräch. Bill Gates und die Chinesen investieren ziemlich hohe Summen in die Entwicklung. Was ist aber der Unterschied zu Ihrem Projekt, dem Dual-Fluid-Reaktor? Also erstmal, SMR heißt ja Small Modular Reactor. Das heißt eigentlich nur, dass der Reaktor klein ist. So. Und man kann jeden Reaktor groß bauen, klein bauen, also nach dem gleichen Prinzip, also zum Beispiel einen Druckwasserreaktor. Und es ist eigentlich eine ganz witzige Entwicklung, denn gerade die Druckwasserreaktoren, die ja überall verbreitet sind, das ist ja eigentlich der einzige Reaktortyp, kann man fast sagen, weltweit, der im Moment in Betrieb ist. Die kommen ja gerade von den kleinen modularen Reaktoren, denn die ersten Druckwasserreaktoren waren Schiffsreaktoren. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hat man angefangen, solche kleinen Reaktoren zu entwickeln. Und man hat die dann erst später zu großen Reaktoren für die zivile Anwendung gemacht, aber auch immer so mit militärischem Hintergrund. Deshalb hat man das Prinzip nicht geändert. Aber da kommen die her. Und jetzt geht man da wieder zurück und will die wieder klein und modular machen. Gut, man verspricht sich da gewisse Vorteile. Die Idee, weshalb das jetzt so populär ist, ist die, dass man für einen großen Reaktor vor Ort, wo der dann hinkommt, alles vorbereiten muss, alle Lizenzen einholen muss. Und das dauert Jahre, bis die Behörden alle Lizenzen erteilt haben und das dann in Betrieb gehen kann. Und bei einem kleinen modularen Reaktor will man so eine Art Serienlizenz erhalten. Das heißt, man hat einmal die Lizenz, nach einem bestimmten Rezept diesen Reaktor herzustellen. Und dann wird er einfach nur noch angeliefert und man braucht keine besonderen Lizenzen dann mehr vor Ort. Das ist dann wie eine Pfandflasche, die da hinkommt und dann vielleicht 10 Jahre läuft und dann wieder abgeholt wird. So ist die Idee. Und da verspricht man sich jetzt so gewisse ökonomische Vorteile. Hat es auch natürlich, weil gerade dieser Zeitverzug durch die Lizenzen immer sehr ungünstig ist für Investoren oder für Kraftwerksbetreiber. Und das ist der Vorteil. Aber ob es jetzt kostenmäßig ein Vorteil ist, würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen hintermachen. Denn die Druckwasserreaktoren sind ja schon relativ teuer. Und durch dieses Runterskalieren, alles drumherum bleibt ja, wird zwar auch kleiner, aber die Kosten werden nicht so stark reduziert. Das heißt, bezogen auf die Kilowattstunde, die produziert wird, wird es garantiert nicht preiswerter, sondern es wird dann sehr viel teurer sogar. Deswegen ist meine Prognose, dass das eher so bei Nischenanwendungen mit diesen kleinen modularen Reaktoren bleiben wird. Aber wie gesagt, man kann das Prinzip, egal welches Prinzip, man kann einen Reaktor immer klein und modular bauen. Und das haben wir dann bei Dual Fluid auch gemacht, weil das jetzt halt so ein Trend ist. Aber im Gegensatz zu den Druckwasserreaktoren ist bei Dual Fluid auch der kleine modulare Reaktor zwar erheblich teurer pro Megawattstunde als der große, aber immer noch erheblich preiswerter dann als, nach unseren Berechnungen jedenfalls, preiswerter als die Druckwasserreaktoren, wenn man sie klein modular baut. Und was ist hier der technologische Unterschied? Also Dual Fluid sagt der Name ja schon, das sind zwei Flüssigkeiten im Kern und das ist ein neues Prinzip. Wir haben es, wie gesagt, patentieren lassen. Und ich weiß nicht, ob der Flüssigsalzreaktor ist vielleicht nicht so bekannt in der Öffentlichkeit, aber unter Kerntechnikern schon sehr bekannt. Das ist ein Experiment, das lief in den 60er, 70er Jahren in den USA.
wurde sehr erfolgreich abgeschlossen. Das ist die Idee, dass man statt fester Brennelemente, die dann so im Kern versenkt werden, man kennt ja diese Bilder, wo das da so in dem Wasserbad versenkt wird, das sieht völlig anders aus beim Flüssigsalzreaktor. Da hat man ja eine feste Struktur und dort wird einfach eine Flüssigkeit durchgepumpt und das enthält den die Flüssigkeit enthält den Brennstoff und wird im Kern kritisch. Das heißt, dort wird die Wärme produziert. Und mit der gleichen Flüssigkeit transportiert man dann auch wieder die Wärme raus, die da produziert wird. Und das hat den Vorteil, man kann diese Flüssigkeit aufarbeiten. Man hat jederzeit Kontrolle über die Flüssigkeit. Wenn Sie feste Brennelemente haben, wenn die einmal versenkt sind, kann man nicht mehr viel machen. Dann laufen die und man kann sie nur wieder rausnehmen. Aber das ist wahnsinnig aufwendig und dann muss der ganze Reaktor stillgelegt werden. Wenn man eine zirkulierende Flüssigkeit hat, geht das ja ständig raus und rein und man kann außerhalb immer was verändern an der Flüssigkeit. Zum Beispiel Spaltprodukte abziehen oder ähnliches. Und man kann die Brennstoffmischung immer optimal angleichen an den Reaktor, also im laufenden Betrieb ändern. Und das ist der Riesenvorteil eines Flüssigsalzreaktors. Ein zweiter Vorteil ist, dass der Kern bereits flüssig ist. Also das Problem Kernschmelze tritt hier in der Form nicht auf, denn die ganze Struktur ist ausgelegt auf einen flüssigen Kern bereits. Also es kann in dem Sinne keine Kernschmelze auftreten. Natürlich kann eine Überhitzung auftreten, aber da gibt es eine geniale Sicherung, die man sich auch bei dem gleichen Experiment damals ausgedacht hat, eine Schmelzsicherung. Das ist einfach ein Stück Rohr, das mit einer Kühlmanschette umgeben ist. Und wenn der Brennstoff zu heiß wird oder wenn der Strom ausfällt, schmilzt diese Schmelzsicherung durch. Also das ist einfach nur ein ausgefrorener Brennstoff und der schmilzt dann und dann fließt alles nach unten ab, kontrolliert. So, das ist eine weitere Sicherung. Es gibt noch weitere sehr angenehme Eigenschaften vom Flüssigsalzreaktor. Aber die Frage war ja jetzt, was unterscheidet das von unserem Reaktor? So, der Flüssigsalzreaktor ist also eigentlich ein altes Prinzip, aber es wurde leider nie kommerziell umgesetzt. Das hat eher so politische Gründe. Es gibt jetzt Firmen, die das umsetzen, aber wir haben das jetzt alles nochmal neu gedacht und nach heutigem Stand der Technik überlegt, wie kann man einen Reaktor auf Flüssig-Brennstoff-Basis noch effektiver machen. Und als Ergebnis kam raus, dass man besser diese beiden Funktionen, nämlich Brennstoff zuführen und Wärme abführen, dass man diese beiden Funktionen trennt. Beim Flüssigsalzreaktor ist das vereint in einer Flüssigkeit. Also diese eine Flüssigkeit muss diese beiden Aufgaben erfüllen, Brennstoff bereitstellen und Wärme abführen. Und das Problem dabei ist, dass Kernspaltung halt sehr effektiv ist. Das heißt, wenn man jetzt die volle Konzentration der Brennstoffe in dem Kern hat, dann produziert er zu viel Wärme und die kann gar nicht mehr abgeführt werden mit dem gleichen Brennstoff, mit dem Salz. Und deshalb muss man den Brennstoff verdünnen. Und das gehört mit zum Prinzip des Flüssigsalzreaktors, stark verdünnter Brennstoff. Und wenn man jetzt unser Prinzip anwendet, das Dual-Fluid-Prinzip, dann kann man die volle Konzentration des Brennstoffs nutzen. Und das Ergebnis ist, dass die ganze Struktur 10-mal im Volumen so klein wird, die schrumpft. Und man kann die gleiche Leistung mit einem viel, viel kleineren Reaktor produzieren und kann praktisch die volle Kapazität des Brennstoffs ausnutzen. Und das hat ganz, ganz enorme ökonomische, ökologische Vorteile auch. Denn es wird einfach alles kleiner und die Folge ist, dass man sich die teuersten Materialien leisten kann, die hoch korrosionsbeständig sind. Und die kann man alle im Kern verbauen. Es ist eine feste Struktur und es beeinflusst nicht stark die Kosten. Die Kosten entstehen eher woanders, aber man kann eben viel, viel günstiger das Ganze bauen und auch viel kleiner gleichzeitig. Und außerdem findet eine viel effektivere Verbrennung statt. Ja, das sind so die Hauptvorteile des Dual-Fluid-Prinzips. Ich kann an der Stelle vielleicht gleich noch ergänzen, es gibt noch einen ganz wesentlichen weiteren Vorteil, das ist die Sicherheit. Bei heutigen Kernreaktoren mit den festen Brennelementen, wie gesagt, sie haben keine Kontrolle über die Brennelemente, wenn die einmal drin sind, sind sie drin und man muss eigentlich vorher den Brennstoff so vorbereiten, dass man da gewisse Reserven hat für den Abbrand, dass man berücksichtigt, dass ja auch Spaltprodukte entstehen, die Restwärme produzieren, das ist das berühmte Restzerfallswärmeproblem, was dann zur Kernschmelze führen kann. Man muss außerdem dafür sorgen, dass diese Spaltprodukte und andere schlucken auch Neutronen, das heißt, man muss dafür sorgen, dass die Neutronenbilanz immer stimmt, das muss man alles, muss man so einen Kompromiss machen. Ja? Und beim Flüssigsalzreaktor und auch beim Dual-Fluid-Reaktor ganz besonders, kann man immer diese Brennstoffmischung optimal anpassen.
Und jetzt gibt es noch einen, das ist ein Sicherheitsfaktor, dass man also ja immer den optimalen Betrieb hat. Ein zweiter ist, dass der Brennstoff sich als Flüssigkeit viel stärker ausdehnt, wenn er wärmer wird. Das können Sie sich ja vorstellen, kennt man ja alles von festen Körpern, die dehnen sich nicht so leicht aus. Aber Flüssigkeiten dehnen sich sehr viel stärker aus. Und das hat ganz enorme Konsequenzen für die Kernphysik, die im Reaktor abläuft. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das basiert ja alles auf Neutronen. Neutronen spalten die Kerne, setzen neue Neutronen frei, spalten wieder andere Kerne. Das ist die berühmte Kettenreaktion. Ein Kernreaktor basiert ja vor allem auf der Neutronenphysik. Und Sie müssen sich das so vorstellen, da schwirren überall im Kern Neutronen rum. Und die berühmte Kettenreaktion kommt ja dadurch zustande, dass Neutronen auf Kerne treffen, diese spalten. Dabei wird Energie freigesetzt, enorme Energiemengen. Und dabei entstehen auch neue Neutronen und die spalten wieder andere Kerne. Und das nennt man halt Kettenreaktionen. Und es dreht sich eigentlich alles um diesen Kettenreaktionsfaktor, nennen wir ihn mal K, der wird üblicherweise K genannt. Und wenn dieses K, diese Neutronenvervielfältigungsfaktor, wenn der größer als 1 ist, dann entstehen immer mehr Neutronen. Wenn er kleiner als 1 ist, dann immer weniger, dann geht er schnell aus. Und die Kunst ist es, dieses K genau bei 1 zu halten, also diese Multiplikation der Neutronen. Dann hat man eine perfekte, stabil laufende Kettenreaktion. So, und jetzt ist die große Frage, die große Sicherheitsfrage, wie reagiert ein Reaktor, wenn irgendwas wärmer wird im Reaktorkern? Und wir kennen das vielleicht vom Tschernobyl-Reaktor, der hat nicht gutmütig reagiert, sondern bei dem Tschernobyl-Typ-Reaktor führt eine erhöhte Temperatur dazu, dass noch mehr Neutronen produziert werden und noch mehr Kernspaltung stattfinden. Und das führt zu einer Eskalation. Und das war auch bekannt übrigens. Deswegen war ein Tschernobyl-Typ-Reaktor hier nie genehmigungsfähig. Bei den Druckwasserreaktoren ist es umgekehrt, da führt eine Erhöhung der Temperatur zu einem gutmütigen Verhalten. Das heißt, die Kettenreaktion nimmt ab, aber langsam, um es mal etwas vereinfacht auszudrücken. Beim Dual-Fluid-Reaktor nimmt die Kettenreaktion auch ab, wenn die Temperatur sich erhöht, aber rapide. Das heißt, eine kleine Temperaturerhöhung um ein paar Grad führt sofort dazu, dass die Kettenreaktion rapide runtergeht und weniger Wärme produziert wird. Und damit geht er sofort wieder auf die ursprüngliche Temperatur zurück. Das heißt, er reguliert sich selbst. Es kann eigentlich keine Überhitzung stattfinden. Das ist auch gleichzeitig ein sehr angenehmes Regulierungsverhalten, denn das Umgekehrte gilt ja auch. Also wenn der Reaktor jetzt aus irgendeinem Grunde kälter wird, dann wird er mehr Wärme produzieren und genau so viel, bis sich wieder die ursprüngliche Temperatur eingestellt hat. Ich kann vielleicht auch nochmal erklären, wie das zustande kommt. Das liegt alles daran, dass im Kern Flüssigkeiten sind und nicht feste Brennelemente. Und Flüssigkeiten dehnen sich viel schneller aus, viel besser aus, viel stärker aus als feste Körper. Und die Neutronen sehen dann halt nicht mehr so viele Kerne, die Abstände sind einfach größer und haben nicht mehr so viele Ziele, auf die sie treffen. Und das führt dann dazu, durch diese schnelle Ausdehnung bei Temperaturerhöhung, dass die Kettenreaktion dann wieder runtergeht und sofort sich wieder auf die ursprüngliche Temperatur alles einpendelt. Also es ist ein selbstregulierender Reaktor. Und wir haben ausgerechnet, dass das gerade beim Dual-Fluid-Reaktor so extrem ist, dass man überhaupt keine Regelung mehr im Reaktorkern braucht. Man braucht keine Regelstäbe, man braucht keine Mechanik. Das ist einfach ein starres System und die Physik alleine sorgt dafür, dass er sich perfekt immer an selbst regelt. Das führt dazu, dass man einfach im Netz mehr Leistung entnimmt. Die Turbinen liefern mehr Leistung. Das führt dazu, dass die Kühlflüssigkeit, in dem Fall das Blei, sich stärker abkühlt und das führt dazu, dass der Reaktorkern mit der Temperatur ein bisschen runtergeht und sofort erhöht sich wieder die Kettenreaktion und es pendelt sich wieder bei dieser Nominaltemperatur von 1000 Grad ein, aber er produziert jetzt mehr Wärme. Das heißt, liefert auch sofort die Leistung nach, die benötigt wird. Also das ist ein homöostatisches System. Es reguliert sich immer selbst auf diese konstante Temperatur ein. Jetzt komme ich nochmal zurück auf einen Punkt. Ich hatte ja gesagt, der Dual-Fluid-Reaktor kann sehr viel kleiner gebaut werden, also ein Zehntel des Volumens von anderen Reaktortypen. Und deshalb können wir uns diese teuren Materialien leisten, die in der Kerntechnik bisher ziemlich unüblich sind. Also das sind Siliziumkarbid, Zirkoniumkarbid, spezielle Keramiken. Das sind sauteure Materialien, weil die schwer zu bearbeiten sind. Im Dual-Fluid-Reaktor kein Problem, weil wir nur kleine Mengen benötigen.
Und das erlaubt es uns, hochkorrosionsbeständige Materialien einzusetzen. Und das erlaubt es uns wiederum, mit der Temperatur auf 1000 Grad Celsius hochzugehen. Das ist also eine erheblich höhere Temperatur als bei, heutige Druckwasserreaktoren haben vielleicht so 350 Grad, ich weiß nicht genau. Aber ab 900 Grad etwa öffnet sich ein völlig neues Fenster, nämlich das der synthetischen Wasserstoffproduktion und damit der Kraftstoffproduktion. Ja, die ganze Produktionskette hängt von diesem ursprünglichen Produkt Wasserstoff ab, wie teuer die Wärme ist, mit der man diesen Wasserstoff produzieren kann. Und mit nuklearer Wärme wird die Wasserstoffproduktion ab 900 Grad so preiswert, dass man sogar die fossilen Kraftstoffe preislich schlagen kann. Das heißt, hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, die gesamte, ja, wenn man von der Energiewende redet, redet man ja eigentlich fast immer nur über Strom, ne? Die ganzen anderen Sektoren, Verkehr und sonstige Industrie, Wärme, ja, wird alles erstmal ausgeblendet und dann überlegt man sich jetzt solche Lösungen, ja, kann vielleicht ein Windrad auch ein bisschen über Elektrolyse dann auch vielleicht Wasserstoff produzieren? Ja, physikalisch ist das möglich, aber wenn man mal den Preis ausrechnet, ist das exorbitant. Also das ist nicht, es ist in der Praxis nicht machbar, so. Es wird sich also großflächig nicht durchsetzen und mit nuklearer Wärme wird es schon sehr viel preiswerter. Und mit dem Dual-Fluid-Prinzip wird die Wärme dann so preiswert, dass wirklich Wasserstoff preiswerter produziert werden kann als mit heutigen Anlagen sogar. Und damit öffnet sich die ganze Kette von synthetischer Kraftstoffproduktion und man kann den ganzen Sektor Verkehr umstellen, den Sektor Wärme umstellen. Das heißt, man kann wirklich eine komplette Energiewende machen, aber dann eben basiert auf Nuklear. Aber hier lassen sich wirklich alle Ziele realisieren, ja, der Energiewende. Aber dauert die Umsetzung des Dual-Fluid-Projekts nicht zu lange und sind auch hier die Kosten nicht zu hoch? Also bei unserem Konzept, dem Dual-Fluid-Reaktor, gibt es ja immer wieder den Vorwurf, das ist ja nur ein Papierkonzept und ist ja noch nie ausprobiert worden. Und wenn man es dann ausprobiert, das dauert ja 10 Jahre, versprechen die bis zur Serienreife, das ist ja viel zu spät alles. So, ja, also gut, so kann man, mit dieser Argumentation kann man natürlich jede neue Technologie totreden erstmal. Also grundsätzlich ist dieses Argument nicht gültig. Man kann genauso gut umgekehrt den Schluss daraus ableiten, ja, dann wird es aber höchste Eisenbahn, dass wir mal loslegen, damit das wirklich mal jetzt ausprobiert wird. Also das Argument zählt erstmal grundsätzlich nicht. Aber wenn man wirklich will, kann man es natürlich auch schneller umsetzen. Also man überlege sich mal, wie das mit der Mondlandung damals funktioniert hat. Da hat Kennedy angekündigt, in ein paar Jahren wollen wir Menschen auf den Mond schicken. So, und das war eine nationale Anstrengung, wo alle Forschung, alles darauf ausgerichtet wurde, Menschen auf den Mond zu bringen. Und es hat am Ende funktioniert. Er hat sein Versprechen halten können. Und wenn man wirklich eine Technologie umsetzen will und das so, so wichtig ist, dass man das in ein paar Jahren schafft, dann kriegt man das hin. Dann muss man halt parallel arbeiten, dann wird es auch teurer, das ist klar. Und zwar überproportional teurer, also halbe Zeit heißt nicht, dass es jetzt doppelt so teuer ist, sondern das ist dann Vielfaches teurer. Und man kann, wenn man will, das schaffen. Also es ist immer eine Frage, wie dringend das ist. Also man kann, wenn man will, auch in vielleicht 5 Jahren schon einen serienreifen Reaktor haben, aber das wird dann ein Riesenprogramm. Man kann es auch in 3 Jahren schon zum Prototypen schaffen und das Prinzip demonstrieren. Also man kann alles kürzer machen, immer wenn man will. Deswegen zählt einfach dieses Argument nicht. Und wir sind in unserem Plan davon ausgegangen, dass man eine normale Entwicklung hat. Das heißt, man hat ein, sagen wir mal, günstiges Kosten-Zeit-Verhältnis. Und deshalb haben wir diese 10 Jahre angesetzt. Das ist ein vernünftiger Zeitrahmen. Und das ist ja auch gar nicht so lange hin, wenn man bedenkt, wie lange man zum Beispiel schon an der Energiewende rummacht und wie lange man da schon, seit 20 Jahren verspricht man, dass alles auf Wind und Solar umgestellt wird. Ja, was haben wir jetzt bei der Primärenergie? Ein paar Prozent, glaube ich, geschafft. Und ein Ende ist nicht abzusehen, weil man einfach keine Flächen mehr findet. Man wird immer radikaler da, was die Flächen angeht. Also auch da sind Versprechen gemacht worden und nach 20 Jahren immer noch nicht gehalten. Und wir können unser Versprechen halten, wenn die Rahmenbedingungen natürlich stimmen und man und das Ganze nicht hemmt von der Verwaltung her. Und in Kanada gibt es diese Möglichkeit. Dann ist das in 10 Jahren zu schaffen. Aber man kann es auch schneller schaffen, wenn es sein muss. Stehen Ihnen dabei die Gesetze und bürokratischen Verordnungen im Weg?
Verordnungen spielen gerade bei der Kerntechnik immer eine ganz große Rolle. Na gut, das ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, das ist klar. Aber man kann schon sagen, dass man da auch manchmal übers Ziel hinausgeht. Also es gibt irgendwo einen Punkt, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich sicher genug. Da muss man da auch mal gut sein lassen. Und da hängt es dann eben von den Behörden ab. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff Kalkarisierung kennen. Das war damals die Methode, den natriumgekühlten Reaktor, der ja in Kalkar in Betrieb gehen sollte, ja regelrecht zu sabotieren, indem eigentlich alle Teilgenehmigungen erteilt wurden. Die waren alle fertig und es müsste jetzt nur noch die Einschaltgenehmigung kommen, die von den anderen abhängt. Also die, da war ein Anspruch drauf und trotzdem haben es die Behörden durch immer neue erfundene Sicherheitsprobleme und immer wieder erneute Überprüfung, die angeblich notwendig ist, geschafft, das ganze Projekt so hinauszuzögern, dass es in die Pleite getrieben wurde. Also wenn die Behörden, man muss in dem Fall schon fast sagen, arglistig sind, dann hat man da keine Chance. Ja? Also die Behörden müssen mitspielen und müssen auch im vernünftigen Maße kooperieren. Das Gleiche kann man natürlich auch von der Firma erwarten, die den Reaktor bauen will. Aber in Kanada gibt es diese Kooperation. Also da wollen die Behörden, dass etwas Vernünftiges, Gutes, Neues gebaut wird und damit auch Probleme gelöst werden, die wir ja im Moment haben bei der Energieversorgung. In Deutschland, naja, wir haben ja den Atomausstieg. Das heißt, man hat eigentlich erstmal gar keine Aussicht auf eine kommerzielle Nutzung. Das ist ja per Gesetz verboten, die Nutzung einer der vier Naturkräfte verboten. Das muss man sich mal hier durch den Kopf gehen lassen. Und die Behörden sind entsprechend, auch wenn sie wohlwollend sind, natürlich immer darauf eingestellt, dass das am Schluss gar nicht kommerziell genutzt werden kann. Deswegen spielen die hier auch gar nicht so mit. Also da ist nicht viel zu erwarten. Selbst wenn in den Behörden wirklich vernünftige Mitarbeiter sind, sind die halt gehemmt durch die Politik. Und in diesem Umfeld kann man halt keinen neuen Reaktor entwickeln. Apropos Politik, in Frankreich zum Beispiel steht man ja eher positiv zur Kernenergie und möchte diese auch weiterhin ausbauen. Frankreich ist sehr, sehr fokussiert auf Druckwasserreaktoren, denn die sind ja, ich glaube, 70-75% oder so haben die Stromerzeugung aus Kernreaktoren, alles Druckwasserreaktoren. Und die haben ja von Siemens auch die Entwicklung des EPR, des neuen riesigen Druckwasserreaktors, übernommen. In Deutschland hatte der ja keine Chance mehr, ist alles an Areva und jetzt, glaube ich, Framatome oder ich weiß gar nicht, welche Firma das im Moment hat, alle Staatsbetriebe übernommen worden und das wollen die umsetzen. Die haben auch noch Generation 4 Projekte, die hatten bis vor kurzem, glaube ich, oder der läuft noch, den Phoenix-Reaktor, das ist ein natriumgekühlter Reaktor, aber der ist seit Jahrzehnten immer in so einem Versuchsstadium und da ist auch nicht richtig der Wille dahinter, das zu einem kommerziellen Produkt zu entwickeln. Und in der Forschung sind sie auch so ein bisschen dabei bei Flüssigsalzreaktoren, aber da ist kein richtiger Wille da, wirklich was umzusetzen. Also die sind einfach zu stark fokussiert auf Druckwasserreaktoren. Und wenn Macron sagt, kleine modulare Reaktoren sind die Zukunft, da ist wieder die Frage, ja, welche kleinen modularen Reaktoren? Da gibt es ja eben wieder alle Typen. Da hat er nicht gemeint unbedingt Flüssigsalzreaktoren oder Dual-Fluid-Reaktoren, sondern er hat wahrscheinlich Druckwasserreaktoren gemeint. Also das heißt, Frankreich sind die Aussichten gar nicht mal so gut, was völlig Neues zu entwickeln. Eigentlich ist ein technologisch hochentwickeltes Land, das einen großen Energiebedarf hat und noch nicht so drin ist in der Kernenergie, am besten geeignet. Und da ist das beste Beispiel Kanada. Aber auch zum Beispiel Polen, ja, ist auch ein Industrieland und Polen will ja einsteigen in Kernenergie. Also das ist auch eine gute Möglichkeit, dort was Neues zu entwickeln. Also beziehen wir hier in Deutschland zukünftig noch mehr Energie aus Polen? Ja, ja, auch hier in Deutschland wird sich das wahrscheinlich auch ändern. Ne? In Deutschland ist ja auch ein hochentwickeltes Industrieland und die Kapazitäten sind im Prinzip da. Aber hier ist es nur durch die Politik gehemmt. Aber wenn man jetzt alle Kernreaktoren abschaltet und dann noch ein gewisses Potenzial da ist an Know-how, kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwann die wirkliche Energiewende kommt und man dann wieder einsteigt, auch hier. Und dann wird es interessant für uns hier. Zurück zur Technik. Wie hoch ist die durchschnittliche Leistung eines Dual-Fluid-Reaktors? Also die Leistung kann man
per Design vorher festlegen. Also es ist ja eigentlich umgekehrt. Man überlegt sich erst, welche Kraftwerksblockgröße ist eine vernünftige Größe. Da ist eigentlich üblicherweise heute bei richtigen, eine Stadt versorgenden Kraftwerksblöcken so eine Größe von im Bereich 1 bis 1,5 Gigawatt üblich, elektrischer Leistung. Das kann ein einzelner Block von dieser Größe kann eine Stadt wie Berlin versorgen. So, das ist eigentlich so die Standardgröße heute und entsprechend hatten wir unseren ersten Entwurf auch auf diese Leistung ausgerichtet. Das ist dann ein richtig großes Kraftwerk. Wir haben jetzt ein zweites Modell durchgerechnet, um auch mitwirken zu können bei diesen kleinen modularen Reaktoren und haben ein Modell entworfen, das auf 300 Megawatt elektrischer Leistung ausgerichtet ist. Das ist die maximale Größe, die noch als kleiner modularer Reaktor zählt. Und das ist immer noch für uns wirtschaftlich und vertretbar. Deswegen ist das unser primäres Entwicklungsziel, 300 Megawatt elektrisch kleinen Reaktor zu entwickeln. Und wie viel Material und Fläche benötigt man für solch einen Reaktor? Da kommt wieder unser Joker. Die Fläche ist sehr, sehr klein, weil eben der Reaktor klein ist. Natürlich hat man das drumherum immer, das ändert sich nicht. Also die Turbinen sind genauso groß und an der Technik ändert sich ja nichts. Aber das Wichtige ist ja die Reaktorgröße, wenn die so klein ist und die ganze Anlage dann der nukleare Teil so klein ist, ist das viel, viel leichter zu kontrollieren, auch zu überwachen von der IAEA. Das muss ja auch alles irgendwie gesichert sein. Und gerade wegen dieser kleinen Größe kann man den ganzen nuklearen Teil komplett in der Erde versenken. Der ist also von außen unsichtbar. Und das ist nicht nur optisch ein Vorteil, sondern auch sicherheitstechnisch. Also man kann sich ja vielleicht vorstellen, dass da irgendwie ein Bösewicht von außen Raketen drauf schießt. Also mit dieser unterirdischen Verbunkerung bräuchte man schon nukleare Geschütze, also Atombomben, um diesen Panzer zu knacken. Und dann hat man aber sowieso andere Probleme. Also das ist wirklich von außen nicht angreifbar. Und von innen, da gibt es immer Szenarien, die kann man in Sicherheitsstudien durchspielen. Aber das Ganze kann eben sicher in der Erde versenkt werden. Und das heißt, man sieht von außen nur noch die Turbinenhalle und die Leitwarte. Also das ist, sagen wir mal, minimal intensiver Eingriff in die Natur. Herkömmliche AKWs müssen ja immer wieder für Wartung abgeschaltet werden. Und wie sieht es hier mit dem DFR aus? Ja, also da muss ich jetzt tatsächlich mal zwischen den Modellen unterscheiden. Also der große Reaktor, der ist ja im Grunde auf so einen Dauerbetrieb ausgerichtet und da kann man auch jederzeit nachfüllen und neuen Brennstoff, das heißt, das kann immer jahrzehntelang einfach durchlaufen und dann muss man den Brennstoff, der wird vielleicht kontinuierlich oder in Schüben ausgetauscht, dafür muss man ihn aber nicht mal runterfahren. Das heißt, im Prinzip kann der ewig weiterlaufen. Bei dem kleinen modularen Reaktor ist ja das Prinzip ganz anders. Das wird ja als geschlossenes System angeliefert. Und da haben wir das so entwickelt, dass der Brennstoff auf 25 Jahre Minimum Betrieb ausgerichtet ist. Das heißt, 25 Jahre lang braucht man mindestens keine neue Betankung. Das kann einfach geschlossen so laufen. Es gibt zwar so einen internen Brennstoffwechsel einmal in der Zeit, aber das spielt sich innerhalb des Systems ab. Das ist der Reaktorkern plus eine Kartusche. Das braucht man ja auch zum Ablass des Brennstoffs. Man will ihn ja vielleicht auch mal ablassen. Und da ist auch ein Zusatztank, der dann auch sozusagen diesen Brennstoffwechsel einmal macht. Das ist aber ein kleiner Wechsel, also nur ein Teil des Brennstoffs wird gewechselt. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, das System wird so angeliefert und läuft 25 Jahre durch. Wow. Das ist ja praktisch, ne? Viele Gegner befürchten durch den Einsatz von Kernenergie eine weitere gefährliche Zunahme von radioaktiver Strahlung, die unsere Gesundheit und unsere Umwelt zerstören könnte. Also radioaktive oder ionisierende Strahlung heißt das ja eigentlich. Das ist ja ein Problem, das betrifft alles, was Kerntechnik angeht. Also das ist ja auch eine Sache der Druckwasserreaktoren und eigentlich jedes Reaktortyps. Und es ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wie ionisierende Strahlung in einigen Bereichen also verteufelt wird und in anderen Bereichen angehimmelt wird, regelrecht. Denn wenn man mal in den medizinischen Bereich guckt,
Da ist das Teil der Strahlentherapie und man kann damit offenbar umgehen. Und da rennen ja auch nicht alle, das ganze Personal, panisch weg, wenn da irgendwas strahlt, sondern man nutzt es ja sogar aus. Also da finde ich, dass in den letzten Jahrzehnten in den Medien die Wirkung von ionisierender Strahlung völlig überzogen negativ dargestellt wurde, als würde also jedes Strahlungsquant bereits einen umbringen. Also das ist völliger Unsinn. Es ist ähnlich wie mit chemischen Substanzen. Das hängt immer von der Dosis ab. Es kann sogar eine biopositive Wirkung haben in kleinen Dosen. Ja, da gibt es ziemlich klare Forschungsergebnisse inzwischen. Aber lassen wir das mal außen vor. Also es ist ja immer eine Frage der Dosis. Das heißt, der ganze Strahlenschutz ist darauf ausgerichtet, dass man die Strahlungsemissionen minimiert. So, und das kann man gerade bei einem Flüssigsalzreaktor oder bei einem Dual-Fluid-Reaktor ganz besonders gewährleisten. Eben wieder, weil das System sehr klein und kompakt ist, kann man das sehr leicht einbunkern. Und dazu muss man noch wissen, das Ganze läuft ja drucklos. Also im Gegensatz zu einem Druckwasserreaktor, der ja wirklich mit einem starken Überdruckkessel arbeitet, wird bei uns nur der einzige Druck, der erzeugt wird, dient dazu, das Blei durchzupumpen. Aber es ist kein Überdrucksystem. Der Druckgradient, sagt man in der Kerntechnik, der ist immer nach innen gerichtet in unserem Fall. Das heißt, wenn irgendwo ein Rohr mal platzt, es kann ja immer mal was passieren, dann geht der Druck immer nach innen. Und das Ganze fällt im allerschlimmsten Fall einfach, sackt das in sich zusammen. So, das wäre sozusagen der GAU bei uns, wäre, dass der Reaktorkern zusammenklappt. Ja? So, und dann hat man dann eben natürlich so einen Haufen strahlender Substanz da im Reaktorblock, aber das bleibt komplett in dem Containment eingeschlossen und kann nicht, da ist kein Überdruck, der das nach außen pusten kann. Also das ist der auch ein weiterer Sicherheitsvorteil dieses Prinzips, dass eben dass die Druckgradienten nach innen gerichtet sind und deshalb keine Strahlung nach außen treten kann, jedenfalls in keinem vernünftigen Szenario. Wenn man natürlich mit der Spitzenfeder rechnet, kann man sich immer irgendwelche exotischen Situationen ausdenken. Aber da kommen wir wieder auf den Punkt mit den Behörden, wo man eben sagt, das ist so exotisch der Fall. Und selbst wenn was austritt, dann fallen ja nicht alle gleich tot um. Ja, das muss man auch mal bedenken, sondern dann ist da halt ein bisschen Radioaktivität ausgetreten. Und dann ist wieder die Frage der Dosis. Also Sie kennen ja den Fall in Fukushima, da ist ja tatsächlich Strahlung, Radioaktivität ausgetreten, aber durch die Radioaktivität ist kein Mensch zu Schaden gekommen dort. Das ist inzwischen sogar in den offiziellen Berichten der UN zu finden und das ist also jetzt mehrfach bestätigt, dass die Strahlung nicht das Problem war. Also das wurde ein bisschen überbewertet, aber trotzdem ist natürlich unser System in der Hinsicht noch mal einen Schlag sicherer, weil es keinen Überdruck gibt. Liegt der Ursprung dieser Energie nicht auch im militärischen Bereich? Beschreiben Sie doch bitte kurz mal die Geschichte. Die heutigen Druckwasserreaktoren sind ja letztendlich aus einer Militärtechnik entstanden. Und da kam es nicht auf Effizienz an, sondern auf Logistik. Also eigentlich das ganze Prinzip arbeitet wie so eine Militärmaschine. Man fertigt an Land die Brennelemente und bestückt dann das U-Boot vor Ort, wie so ein Magazin, das man anliefert. Ja? Und an Land wird alles produziert. Und es kommt nicht so darauf an, dass jetzt der Brennstoff hundertprozentig effektiv genutzt wird, sondern dass es einfach von der Logistik sicher ist, dass man also immer wieder liefern kann und keine Ausfälle hat und so weiter. Vom zivilen Gesichtspunkt her, dass man einfach eine nachhaltige Stromversorgung haben will, ist das eher ungünstig, das Konzept. Und das macht sich allein schon in dem Fakt bemerkbar, dass nur 5% des Brennstoffs in dem Brennelement genutzt werden. Und alles, was nicht genutzt wurde, ist dann genau das, was das geologische Endlagerproblem ausmacht. Also diese 95%, die verbleiben, sind dann so leicht angeköhlert und strahlen vor sich hin. Nicht sehr stark teilweise, aber eben stark genug, dass man sie dann lange lagern muss und die eben noch eine sehr, sehr hohe Halbwertszeit haben. Das heißt, man muss das dann 100.000 Jahre sicher irgendwo einlagern. Wenn man jetzt diese restlichen 95% auch noch spalten würde, also die Energie nutzen würde, dann hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hätte dann eine viel effizientere Brennstoffnutzung,
Das heißt, man muss weniger Uran fördern und hätte auch dann weniger Abfälle. Aber eben diese Abfälle, die verbleiben, sind dann nur noch die Spaltprodukte. Und da hat es die Natur netterweise für den Menschen so eingerichtet, dass Spaltprodukte nur 300 Jahre gelagert werden müssen, bis sie unter die entsprechende Menge des geförderten Natururans fallen. Das heißt, die Radioaktivität nimmt dann sogar ab und fällt unter das Niveau von dem ursprünglich geförderten Uran. Das heißt, ab da hat man sogar die Radioaktivität auf der Erde verringert durch Kernreaktoren. Ja, das ist also eine Eigenschaft, das ist bekannt, aber man hat sie bisher eben nicht so genutzt, sondern hatte immer dieses Gemisch von Aktiniden, die nicht verbrannt sind, und der Asche der nuklearen Verbrennung, die eben hochradioaktiv ist, aber eben schnell zerfällt. Wir haben nur noch die Asche und deswegen brauchen wir kein Endlager mehr, kein geologisches Endlager. Und der Uranabbau? Der spielt keine Rolle. Der Uranabbau ist, ich sag mal so, das Pipifax. Denn das ist ja jetzt schon so. Uran hat eine so hohe Energiedichte, dass man im Grunde gar keine stabile Uranförderung hat, sondern man schürft immer so ein bisschen und dann reicht das weltweit wieder für Jahrzehnte. Und dann überlegt man sich eigentlich nur von der Logistik her, wie man die Vorräte verteilt. Und dann in letzter Zeit oder in den letzten Jahrzehnten hat man ja angefangen, die Plutoniumbestände abzubauen in den Nuklearwaffen. Und das ist ein super Brennstoff dann für Kernreaktoren. Und auch das reicht ewig fast. Das heißt, bis man das erstmal abgebaut hat, braucht man kein Uran zu schürfen. Und dann irgendwann buddelt wieder irgendjemand irgendwo und dann hat man wieder für Jahrzehnte. Also das ist keine, ich sag mal, das ist keine Industrie, auf die man sich verlassen kann, weil das einfach zu effektiv ist. Also ein bisschen Uran gebuddelt reicht wieder lange. Und das ist natürlich ganz besonders bei dem Dual-Fluid-Reaktor, der ja statt 5% 100% verbrennt vom Brennstoff. Noch extremer. Das heißt, da kann man wahrscheinlich für 100 Jahre Uran fördern, wenn man da ein bisschen ausbuddelt und hat dann kein Rohstoffproblem in dem Sinne. Klar, wenn man jetzt hochrechnet über, ich weiß nicht, vielleicht 1 Million Jahre, irgendwann ist das Uran dann erschöpft auf der Erde, dann kann man ja vielleicht zu Thorium wechseln. Das ist übrigens beim Dual-Fluid-Reaktor besonders einfach, dieser Wechsel. Also der arbeitet genauso gut mit Thorium. Und die Thoriumvorräte sind ja noch viel größer. Und wir haben mal ausgerechnet, dass unter diesen Umständen und bei dieser effektiven Nutzung die Reserven auf der Erde schon alleine hunderte Millionen Jahre reichen. In dem Sinne, es gibt ja die Definition von erneuerbaren Energien. Das ist ja physikalisch eigentlich Unsinn. Also Energien erneuern sich nicht. Aber wenn Sie jetzt mal auf Wikipedia nachgucken, was heißt erneuerbare Energie? Ja, das sind Energien, bei denen die Ressourcen über den menschlichen Zeithorizont hinweg so lange reichen, dass man sich das eigentlich nicht mehr vorstellen kann. So, das ist ungefähr die Definition von erneuerbaren Energien. Ja, das trifft jetzt auf Kernenergie zu, ne? Also mit dem Dual-Fluid-Prinzip reichen die Ressourcen tatsächlich hunderte Millionen Jahre und damit ist Kernenergie eine erneuerbare Energie, genau nach der Definition. Ja, viele Kernkraftgegner erwähnen immer wieder, dass die Kernenergie letztlich für Atombomben auch zukünftig genutzt wird. Wie sehen Sie das? Völliger Unsinn. Kann ich gleich sofort was zu sagen. Also Leute, die sagen, dass man Kernreaktoren nutzt, um Kernwaffen herzustellen, haben irgendwie die letzten 50 Jahre verschlafen. Das war in der allerersten Zeit so. Da hat man tatsächlich die ersten Kernreaktoren darauf ausgerichtet, dass sie vor allem Plutonium brüten. Die erste Atombombe war ja noch eine Uranbombe, aber da hat man festgestellt, die Anreicherung ist so schwierig, das machen wir besser durch Brüten und bauen uns einen Reaktor und haben dann das kostengünstiger, das Plutonium. Und die zweite Bombe, die jemals abgeworfen wurde über Menschen, war ja dann eine Plutoniumbombe. So, und das ist jetzt Historie. Was danach passiert ist, man hat die Anreicherungstechniken immer mehr verbessert und es ist völlig unsinnig, heute einen Reaktor zu bauen, um bombenfähiges Material zu extrahieren. Man würde das ganz anders machen. Man würde über die Anreicherung gehen und würde einfach Uran anreichern und schon hat man bombenfähiges Material. Also warum soll man diesen Umweg über Reaktoren gehen, der zigfach teurer ist und außerdem noch sich dann der, man muss sich ja, wenn man irgendwo einen Reaktor baut, sich der IAEA unterwerfen und die
die Reaktoren werden dann ständig überwacht. Also das wäre eigentlich erstens sehr, sehr, sehr riskant, sehr umständlich, sehr teuer, Bombenmaterial aus Reaktoren abzuzweigen, zumal die Reaktoren auch gar nicht darauf ausgerichtet sind. Das ist nämlich noch ein weiterer Aspekt. Es wird immer gesagt, ja, hat man erstmal einen Reaktor, kann man auch sehr leicht da Plutonium extrahieren. Völliger Unsinn. Denn das Plutonium, das im Reaktor entsteht, kann man gar nicht so schnell genug rauskriegen. Und wenn es länger als einige Zeit da drin ist, wird es angereichert von höheren Isotopen. Das heißt, man hat dann nicht nur Plutonium-239, das ist ja das Waffenfähige, sondern auch Plutonium-240. Und das strahlt nicht nur stark, sodass es eigentlich im Handling unbrauchbar wird alles, sondern das ist auch sehr, sehr schwer zu extrahieren. Und man kann das gar nicht mehr trennen. Also das ist eigentlich unmöglich, das zu machen. Es ist zwar technisch theoretisch möglich, aber da kommen wir wieder an den Kostenpunkt. Das würde man heute nicht so machen. Also dieses Argument, Kernreaktoren gleich bombenfähiges Material, das ist, das zählte vielleicht noch in den 40er, 50er Jahren. Aber mich wundert manchmal, wie man also wirklich ein halbes Jahrhundert hinter der geschichtlichen Entwicklung hinterherhinken kann mit Behauptungen und Narrativen, die sich bis heute gehalten haben, die aber schlicht Unsinn sind und einfach nicht mehr zutreffen. Energiewende und Klimaschutz stehen ja aktuell ganz oben auf der politischen Agenda. Hat Ihr Projekt auch Vorteile gegenüber erneuerbaren Energien? Ja, also da muss ich als Kernphysiker immer so ein bisschen erstmal Luft holen, weil das eigentlich von der Kerntechnik her so offensichtlich ist, von der Kernphysik her. Aber das ist vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so richtig durchgedrungen. Man kann sich auch schwer vorstellen, was für eine enorme Energiedichte Uran hat, wenn man das wirklich die Energie durch Kernspaltung extrahiert. Das ist ein Verhältnis, ein millionenfaches Verhältnis. Ja? Allein bei einer Kernspaltung wird 100 Millionen mal so viel Energie frei wie bei einer Oxidation eines Kohlenstoffatoms oder eines Teils einer Kohlenstoffkette. So, das heißt, das ist etwa das Energieverhältnis von fossiler Verbrennung zu nuklearer Spaltung. Also das ist ein unvorstellbares Verhältnis. In der Energiedichte ist es dann reduziert auf vielleicht ein paar Millionen Faktor, aber das ist immer noch unvorstellbar. Das heißt, die Leute können sich immer gar nicht vorstellen, was es heißt, einen Kernreaktor zu betreiben und denken, man sieht ja in den Werbebildern dann oft so einen Kernreaktor oder ein Kernkraftwerk und daneben eine Windmühle. Als würden die beide die gleiche Leistung produzieren. Aber sie müssen ein riesiges Feld, einen ganzen Wald roden, ein unvorstellbar großes Feld von zigtausenden Windkraftanlagen müssen sie da hinstellen, um in der Durchschnittsleistung nur einen Kernreaktor zu ersetzen. Und das sagt eigentlich schon alles. Also diese Größenverhältnisse, die müssen einfach mal stärker dargestellt werden. Dann wird den Leuten auch vielleicht bewusst, was die Energiewende mit Wind und Solar überhaupt bedeutet. Also geringe Energiedichte bedeutet einfach, riesige Flächen zu opfern für wenig Energieausbeute. Und genau da ist Kernenergie, übrigens auch die fossile Energie, sehr viel effizienter. Da hat man einen minimalinvasiven Eingriff, man hat ein kleines Kraftwerk und die ganze Umgebung, eine ganze Großstadt wird damit versorgt. Also verglichen mit der Energie, die da erzeugt wird, ist das also wirklich viel, viel effizienter. Und jetzt kommen wir zum Vergleich zwischen den Reaktortypen. Natürlich ist der Dual-Fluid-Reaktor da auch nochmal effizienter als die anderen, aber die Kerntechnik alleine ist schon sehr viel effizienter als andere Energieformen. Sie ist bloß im Laufe der Jahrzehnte ineffizienter geworden, weil die Sicherheitsauflagen immer strenger geworden sind, teilweise auch vernünftig, aber das bringt halt Kernenergie wieder von oben herab in Konkurrenz mit fossilen Kraftwerken. Aber man kann Kernenergie sehr, sehr, sehr viel effizienter gestalten. Und das ist halt bisher einfach noch nicht gemacht worden. Man hat sich da nicht genug Mühe gegeben, wirklich auf Effizienz die Reaktoren zu trimmen. Und das haben wir jetzt angefangen, hoffentlich. In der aktuellen Debatte beschreibt man, dass erneuerbare Energien viel kostengünstiger sind als die Kernkraft. Wie sehen Sie das? Wie soll denn dieses Argument funktionieren? Also von dem Flächenverbrauch, wie wollen Sie denn jemandem erklären, wenn zehntausende Windmühlen ein Kernkraftwerk ersetzen und das auch nur in der Durchschnittsleistung, denn die sind ja auch noch volatil, wenn der Wind nicht weht, dann ersetzen sie gar nichts. Und wie wollen Sie jemandem erklären, dass das billiger ist pro Kilowattstunde als ein Kernkraftwerk? Dieses Argument funktioniert schlicht nicht. Und wenn Sie es dann wirklich mal durchrechnen, kommen Sie auf die zigfachen Kosten.
dass das immer irgendwie sich schön rechnen lässt. Also diese Tricks kennen wir ja schon. Da wird dann immer, irgendwelche Komponenten werden weggelassen, dann werden dann vielleicht nur, da wird gar nicht die ganze Produktionskette wird nicht berechnet, sondern nur der letzte Schritt, wo man dann die Windmühle hinstellt und sagt, ja, sieht mal, das ist doch effizienter. Die Entsorgung wird weggelassen, dann werden zum Beispiel das Recycling weggelassen. Das könnte man natürlich bei Kernkraftwerken auch machen. Bei Wind, bei den Berechnungen für Windkraftanlagen rechnet man das plötzlich mit ein. Und wenn man dann also eine ganze Kette von solchen Falschrechnungen aneinander hängt, ja, dann kann man sich das irgendwie schön rechnen, aber selbst dann ist es immer noch nicht gut genug. Ja? Also dieses Argument haut einfach nicht hin und der gesunde Menschenverstand muss einem einfach sagen, das kann nicht stimmen, wenn man sich einfach die Flächenverhältnisse betrachtet. Also man muss einfach mal die Frage stellen, wie viel Fläche brauche ich für eine Kilowattstunde Wind und wie viel Fläche brauche ich für die gleiche Kilowattstunde Kernenergie. So, und wenn man das mal nebeneinander stellt, dann wird einem sofort klar, Windenergie ist nicht billiger, unmöglich billiger als Kernenergie. Also an der Küste lohnt sich das ja vielleicht noch in irgendwelchen Nischenanwendungen. Ich habe einmal vom Flugzeug aus in den Niederlanden gesehen, die einzige sinnvolle Anwendung von Windenergie als eine Windmühle einfach nur das Wasser immer wieder über den Deich gepumpt hat, das darüber gelaufen war. Da kommt es ja nicht darauf an, ob das jetzt eine Stunde später passiert oder mal eine Stunde gar nicht, je nachdem wie der Wind weht. Also das ist eine ganz sinnvolle Anwendung. Aber für eine Stromversorgung in einer Industrie braucht man natürlich verlässliche Energie. Da kann man nicht, da darf sich nicht das Angebot nach dem, da muss sich das Angebot nach dem Bedarf richten und nicht umgekehrt, wie das jetzt sogar in der Politik schon angestrebt wird. Und das ist halt einfach mit volatilen Energien nicht machbar. Und da kann Kernenergie natürlich punkten, weil das sehr, sehr preiswert ist und außerdem absolut zuverlässig. Also der Speicher ist da sozusagen im Brennstoff schon drin. Nach 20 Jahren läuft die EEG-Förderung für erneuerbare Energien aus. Was dazu führt, dass jetzt innerhalb von 1 bis 2 Jahren zum Beispiel mehrere tausend Windräder in Deutschland wieder abgestellt bzw. ausgestellt werden. Will man so die Energiewende schaffen? Das ganze System mit den sogenannten erneuerbaren Energien, also das ist ja im Wesentlichen Wind und Solar und auch Biomasse, funktioniert ja überhaupt nicht ohne Förderung. Ohne die, es ist ja genau genommen nicht mal eine staatliche Förderung, sondern es ist ja eine Zwangsabgabe, also eine Quersubventionierung. Das heißt, der Bürger wird einfach gezwungen, ohne dass er groß gefragt wird, mit dem Strom auch noch die Erneuerbaren direkt zu fördern. So, und da werden natürlich enorme Geldbeträge umgewälzt. Also das sind mehrere zig Milliarden jedes Jahr. Und das fließt in die Taschen derjenigen, die zufällig eine freie Fläche auf dem Dach haben oder die sich so einen Windpark leisten können oder ein Stück Fläche haben, wo sie eine Windmühle hinstellen können. Die profitieren davon, aber volkswirtschaftlich ist das einfach nur, ich will jetzt nicht sagen Wahnsinn, aber es rechnet sich auf jeden Fall nicht. Und jetzt sieht man ja, sobald die Förderung ausläuft, keine Förderung ist unbegrenzt, bricht das ja auch schon alles in sich zusammen. Also die ersten Windkraftanlagen werden ja schon komplett abgeschaltet, weil sich schon allein bei bestehenden Windkraftanlagen der Betrieb nicht mehr rechnet. Ja, also das heißt, man hat hier offenbar von Anfang an falsch kalkuliert und dachte, das sollte ja nur so ein Anschub sein und dann läuft das von selbst. Aber tatsächlich geht der Motor sofort wieder aus, wenn der Anschub fehlt. Ja? Also das ist kein Motor, der selbstständig laufen kann. Fehlen da nicht auch andere Elemente, wie zum Beispiel für die Industrieproduktion oder den Verkehr? Ja, das ist auch so ein Punkt, dass die Energiewende komplett eigentlich ist eigentlich eine Stromwende. Und erst seit ein paar Jahren hat man offenbar gemerkt, dass Strom nicht alles ist. Von der Primärenergie, ich weiß nicht, ein Viertel oder so, geht in Strom, ja, in die Stromerzeugung. Und es gibt ja auch noch Wärme, es gibt vor allem Prozesswärme. In der Industrie braucht man sehr viel Energie, um zum Beispiel Beton herzustellen, um Stahl herzustellen. Und das kann man alles durch Wind- und Solaranlagen nicht bewerkstelligen. So. Und dann hat man sich halt jetzt ausgedacht, naja gut, dann nehmen wir halt Wasserstoff. So, das kann man theoretisch mit Wind über Elektrolyse herstellen, ja. Und gut, aber das ist ja ein alter Hut. Also das ist überhaupt nichts Neues. Und seit 100 Jahren weiß man, physikalisch möglich, aber wirtschaftlich eine Katastrophe. Also, aber trotzdem wird das einfach jetzt so gesagt. Und
Ja, klar, man muss natürlich alle Sektoren abdecken. Also wenn es jetzt wirklich um CO2-Emissionen geht und man will die reduzieren und macht das nur mit Strom, dann schafft man halt nur einen kleinen Bruchteil. Und die ganze Primärenergie müsste man ja auch anders erzeugen. Und mit Kernenergie, gerade mit Hochtemperaturreaktoren, ist es möglich, eben die gesamte Industrie umzustellen. Also nicht nur Strom, sondern auch Verkehr und Wärme und Industrie, Prozesswärme. Das ist alles möglich, das auch ökonomisch sinnvoll umzustellen. Also sollte man wirklich möglichst früh mit einer Umstellung komplett auf Kernenergie anfangen. Und ich denke auch, dass das sowieso die Zukunft ist. Es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Denn die volatilen Energien, das weiß man hoffentlich inzwischen, damit kann man keine Industrie versorgen. Aus den Fossilen will man aussteigen, wird man aber auch sowieso irgendwann und sei es in tausenden Jahren erst, aber irgendwann sind halt die fossilen Ressourcen erschöpft und dann bleibt nichts anderes übrig als Kernenergie. Deswegen sehe ich das ganz gelassen, die Zukunft ist sowieso Kernenergie, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Wie sieht es mit Speicherkapazitäten für erneuerbare Energien aus? Der Riesenvorteil von fossilen Energien und von Kernenergie ist ja, dass der Brennstoff, also das Uran oder die Kohle, selbst der Speicher ist. Da ist die Energie bereits drin und man braucht keinen weiteren Speicher. Ganz anders als bei Wind und Solar, da kommt die Energie von außen und da das wetterabhängig ist, braucht man einen externen Speicher. Und das wird immer gerne ausgeblendet. Das ist übrigens ein weiterer Faktor, wo man sich das schön rechnet, denn man muss den Speicher mit einrechnen. Also es reicht nicht, so ein einzelnes Windrad zu rechnen, sondern wenn das stillsteht, muss der Strom ja immer noch irgendwo herkommen. Und deswegen braucht man externe Speicher. Und was wird da alles vorgeschlagen an Speichern? Also man soll jetzt hier die Autobatterien nehmen oder das ist alles sehr abwegig. Das einzig rechnerisch Vernünftige noch wäre ein Pumpspeicherwerk, das heißt Wasser irgendwo hochpumpen, da braucht man natürlich einen Berg, also ein Gefälle. Künstlich aufschütten wäre dann wieder ein bisschen teuer, aber auch solche Gedanken gibt es offenbar. Ja, und wenn das wieder runterfließt, kann man dann wieder Strom erzeugen. Das ist also doch der kosteneffizienteste Speicher. Und wenn man den mit einrechnet, schrumpft die Effizienz der Erneuerbaren noch mehr, und zwar um einen Faktor wieder. Und das ist dann wiederum eine Art Strom zu erzeugen, die sich schlicht nicht lohnt, wenn man die Speicher mit einrechnet. Abgesehen davon, dass das auch gar nicht möglich ist. Also man müsste ganz Deutschland topologisch umgestalten, um diese Speichermenge, die man braucht, überhaupt zur Verfügung stellen zu können. Also auch das funktioniert schlicht nicht und das war auch schon immer bekannt, dass es nicht funktioniert. Wie sehen Sie die Zukunft für Ihr Projekt? Okay, wir sind ja seit jetzt ziemlich genau einem Jahr ein kommerzielles Unternehmen geworden. Wir haben uns als Dual Fluid Energy in Kanada gegründet. Wir haben 75 Aktionäre, davon vielleicht so die Hälfte Investoren, so zwei Drittel Investoren, davon aber vielleicht so 6, 7 Großinvestoren. Wir hatten eine erste Investitionsrunde gemacht im April 2021 und haben 4,3 Millionen Euro eingenommen bei einer Bewertung unserer Firma von etwa 43 Millionen Euro. Das heißt, wir sind mit einer sehr hohen Anfangsbewertung von den Investoren eingestiegen und streben jetzt die nächste Investitionsrunde an. Die erste Runde war, um erstmal die Firma aufzubauen natürlich und handlungsfähig überhaupt zu werden, aber vor allem auch Sicherheitsstudien anzufertigen und so Grundlegendes zu belegen. Auch kleine Experimente machen wir auch noch, um zu zeigen, dass der Brennstoff funktioniert. Aber das Geld reicht halt nicht, um jetzt einen Reaktor zu entwickeln. Das heißt, die nächste Phase, da streben wir eine Bewertung von 400 Millionen Euro an und wollen 40 Millionen Euro Investitionsmittel einnehmen. Und Ziel ist es dann, ein Labor aufzubauen, mit dem man letztendlich den Reaktor entwickeln kann. Das heißt, da die noch ausstehenden Tests, Materialuntersuchungen, Eingrenzung der Parameter und so weiter zu machen, sodass dann Skizzen angefertigt werden können und richtig technische Zeichnungen für einen Prototypen. Das ist der reguläre Pfad. Natürlich können wir davon auch abweichen, wenn es schneller gehen soll. Dann könnte man zum Beispiel auch sehr schnell einen Demonstrationsreaktor bauen. Das ist auch eine Sache, die wir, auf der Pfanne haben. Ja, also das ist noch nicht so ganz entschieden, aber das sind alles Möglichkeiten, die sich darstellen, wenn man eben das Ganze kommerziell umsetzen will. Und damit wäre das dann endlich aus dem Papierkonzept herausgehoben. Also das streben wir an, dann mit unserer Firma in den nächsten Jahren zu machen.
Und in Kanada aus verschiedenen Gründen. Hauptgrund ist natürlich, dass wir dort günstigere Bedingungen vorfinden für Kernenergie und die Behörden da sehr viel mehr mitspielen. Das hat sich sofort bemerkbar gemacht. Also gleich bei den ersten Gesprächen mit Behörden sehen wir uns dort eher als willkommen an, als so wie hier, ist ja ganz nett, aber macht das mal woanders. Also das ist ein ganz anderes Klima da. Und deswegen Kanada, USA ist übrigens auch ähnlich. Also da gibt es ja auch viele nukleare Start-ups und die stehen da fast so ein bisschen in Konkurrenz zueinander. Also da fühlen wir uns gut aufgehoben in Kanada. Okay, also der Prototyp entsteht also in Kanada. Ja, wer weiß. Also ich meine, das ist ja so, man kann ja relativ spät dann entscheiden, wo man dann wirklich den Reaktor hinstellt. Der Hauptteil ist ja die Entwicklung, der Bau und dann ist es ja immer noch nicht radioaktiv. Also erst wenn es dann beladen wird, muss natürlich dann der Standort feststehen. Aber man kann für auch einen Demonstrationsreaktor oder einen Prototypen kann man relativ spät dann entscheiden, wo der Standort ist. Also es kann auch sein, dass sich in Deutschland was ändert. Auch Polen zum Beispiel kommt in Frage, ja. Aber im Moment zielen wir halt auf Kanada. Und das Labor in Polen, nutzen Sie das auch noch? Na, in Polen gibt es immerhin, also Polen will ja grundsätzlich einsteigen. Ja? Also die, der Einstieg ist schwierig, weil die noch nie einen kommerziellen Reaktor betrieben haben. Aber die haben immerhin eine Forschungseinrichtung in der Nähe von Warschau, in Zwirk. Ist so ein nationales Kernforschungszentrum. Dort haben die die entsprechenden Lizenzen, um zum Beispiel auch einen Versuchsreaktor zu betreiben. Die haben auch einen Reaktor dort, Maria heißt der. Und insofern haben die eine gewisse Erfahrung. Das hängt jetzt davon ab, wenn die wirklich den kommerziellen Einstieg machen wollen in dem Land, dann sind wir gerne mit dabei. Und da ist dann natürlich dann das Klima freundlicher als zum Beispiel in Deutschland. Und allgemein ist es ja in Europa auch auf der Agenda. Also das gibt ja jetzt diese Taxonomie der Energien. Und da ist ja tatsächlich festgelegt worden, dass Kernenergie jetzt offenbar als grüne Energie zählt. Ja, das müssen die deutschen Politiker noch schlucken, diese Kröte. Aber die meisten Länder sehen das eben so. Und deswegen kann es sein, dass sich auch in Europa wieder Möglichkeiten ergeben.